Hallo und herzlich willkommen zu Pilze unter der Lupe. Heute möchte ich euch den fransigen Wulstling vorstellen. Der fransige Wulstling ist ein essbarer Pilz und er zählt zu den Knollenblätterpilzarten, also zu den Amanitas. Der fransige Wulstling ist ein Symbiosepilz. Er geht bevorzugt Symbiosen mit Laubbäumen ein. Finden kann man ihn vom Sommer bis in den Spätherbst hinein. Und man findet ihn bevorzugt zum Beispiel an so Schotterwegen. Also er mag zum Beispiel kalkreiche Böden. Der Geruch kann neutral ausfallen, selten auch schwach nach Rettich, manchmal auch erdig-muffig. Der Geschmack wäre mild und angenehm. Bei uns in der Region Ingolstadt habe ich ihn bis jetzt an einer Stelle gefunden. Das ist direkt an der Straße. Also wir haben so eine Schotterstraße, die durch den Wald geht. Da fahren allerdings sehr, sehr viele Autos vorbei. Deswegen nehme ich ihn nicht mit, weil da ist er zum Verzehr nicht gut. Er nimmt dann sehr viele Schadstoffe auf und das wäre nicht so gut zum Essen. Dann nehmen wir den fransigen Wulstling mal unter die Lupe. Der fransige Wulstling ist ein sehr großer und massiver Pilz. Der Hut kann 3 bis maximal 22 cm im Durchmesser werden. Bei jungen Fruchtkörpern wirkt der Hut fast kugelig. Die Huthaut erscheint weiß bis grau-weißlich und ist mit dicken, flockigen Velumresten besetzt. Das stammt noch von der Gesamthülle. Bei diesem jungen Exemplar kann man auch noch die Teilhülle erkennen, die verdeckt jetzt gerade die Lamellen. Wenn der Körper aufschirmt, dann wird diese Teilhülle zu dem gerieften Ring, der oberhalb am Stiel hängt. Das zeige ich euch dann später auf den weiteren Aufnahmen. Bei diesem Fruchtkörper ist die Teilhülle schon aufgerissen und man kann deutlich die Fransen am Hut sehen. Das ist ganz, ganz typisch für diesen Pilz. Diese Hüllreste wirken richtig fransig zerfetzt. Der Hutrand ist lange eingerollt. Hier seht ihr jetzt den Ring, der übrig geblieben ist von der Teilhülle. Er ist weiß, flockig, ganz, ganz schnell flüchtig, zerfallend, aber er ist meistens noch vorhanden. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man auch, dass er etwas gestreift ist. Die Lamellen erscheinen weiß bis cremeweiß, sie sind frei oder manchmal ein bisschen fein angewachsen. Sie wirken sehr dichtstehend und die Schneiden der Lamellen sind scharfkantig. Der Stiel vom fransigen Wulstling kann 5 bis 17 cm lang werden und maximal 3 cm dick. Er ist ebenfalls weiß. Er ist zylindrisch geformt und zur Spitze hin verjüngt er sich. Der Stiel erscheint außerdem dicht flockig besetzt. An der Basis besitzt der fransige Wulstling eine rübenartige Knolle. Diese ist meist tief im Substrat wurzeln, sodass man sie richtig schwer rausbekommt. Hier ist ihm auch so ein Stückchen abgebrochen. Das Fleisch ist weiß und auch im Schnittbild verändert es nicht die Farbe. Das Fleisch ist sehr fest. Obwohl der fransige Wulstling ein essbarer Pilz ist, würde ich trotzdem vom Verzehr abraten, aufgrund des Standortes, wo man ihn häufig findet. Ja, und außerdem, er ist eine Amanita-Art und wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, sollte man die Finger davon lassen, weil die meisten Amanita-Arten sind ja giftig oder sogar tödlich giftig. Außerdem ist er schonenswert, denn in Mitteleuropa tritt die Art nur sehr zerstreut auf. In der Mittelmeerregion ist er allgemein etwas häufiger. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Über ein Abo oder über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, und vielleicht sehen wir uns bald wieder bei Pilze unter der Lupe. Tschüss!